Gleiter? So nix. Es geht los. So kann man da auch drauf hüpfen. Wo muss ich längs? Da muss ich längs. Geil, Sonne. Klonk. An alle, uns wurde eine Verdächtige bei der Weidenau gemeldet. Rücken Sie zum Bereich vor und nehmen Sie sie für Achtung. Unsere gestohlenen Vorräte wurden in einem Piratenlager gefunden. Was? Was ist nun los? Was? Wie verhaftet? What the? Hallo? Hä? Was ist da los? Was ist da denn los? Hä? Sag mal. Wie verhaftet? Ich hab gar nichts gemacht. Och, Menno. Ich war auf freier Wildbahn. Jetzt bin ich wieder freigelassen worden. Na, kann doch wohl nicht angehen. Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Gibt's hier irgendwelche Gegner? Siehst du was? Kein schlechter Posten, wenn man mit dem Wind klarkommt. Geht hier irgendjemand Patrouille? Ich glaube nicht, oder? Können wir da mal kurz einbrechen? Wenn da nur oben einer ist. Ja, oben ist einer. Ich erstatte Bericht, wenn ich zurück bin. Wenn man nicht aufpasst, wird eine Verwendung. Schlaf schön. Hm. Ist jemand in der Nähe? Ja, da unten stehen noch zwei. Schön leise. Ich habe immer noch Narben von damals, als ich in einen Krater gestürzt bin. Da ist sogar eine Tür. Ich weiß nicht, was hinter der Tür ist, aber ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich wollte eigentlich nur klauen, was da oben ist. Und eigentlich wollten wir ja woanders hin. Ich habe noch 9 Minuten. Wer hätte es gedacht? Da ist... hey! Junge! Chill! Chill, Junge! Chill! Bereit, nix? Kann aber nicht angehen. Was stimmt mit dem Ding nicht? Pass auf. Was stimmt mit dem Viech nicht? Ja, 8 Minuten aber noch. Wer hätte es gedacht? Und wie viel Platz habe ich noch auf Festplatte? 33 GB? Zeichnet der überhaupt auf? Ja, der zeichnet auf. Heuiuiuiui, das ist aber heute echt platzsparend. So, wir müssen, glaube ich, irgendwie mal in die Richtung da. Aber da kommen wir nicht rauf. Also fahren wir mal da rum. Also dieser Zeiger ist aber auch wirklich merkwürdig. Der sagt mir, ich soll geradeaus fahren, aber eigentlich doch nicht. Eigentlich soll ich da längs fahren, die Luftspiegelung. Das sieht auch lustig aus. Diese erstarrte Magma-Dinger. Wuhu! So. Ja, 60 Meter weiten Sprung, ohne abgeworfen zu werden. Was ist das? Ein Pferd oder warum? Okay. Oder sollte ich vielleicht da rauf? Ich fahr mal hier rauf. Das glaube ich ein wenig klüger, hier längs zu fahren. Ja, 500 Meter. Ey, pass da auf. Kann da wohl nicht angehen. Die fahren hier wie die gesenkten Säule. Ich würde sagen, aktuell läuft das Spiel stabil. Sagte er und überlegte, ob er nicht kurz mal... Moment. Speichern. Kurz mal speichern. Wenn ich schon sage, das Spiel läuft mal ausnahmsweise ohne abzustürzen, dann kann es sein, dass es gleich abstürzt. Ach ja, stimmt, hier war das. Und ich frage mich halt, ob man die einfach überwältigen kann. Weil ich sag mal, wenn Profis das machen, sieht das so einfach aus. Die gehen da einfach ran, sagen nix, er soll einen von denen anspringen, schießen auf den anderen und springen den letzten dann an. So, mal sehen, die beiden diskutieren da hinten und der ist hier vorne. Nö, hier ist keiner. Nur nicht unaufmerksam werden. Aber die Sache ist die. Ich würde gern diesen Powerschuss nehmen, wo man einmal pschuh, 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 alle abknallt. Habt ihr das gehört? Und die Frage ist halt... Ist hier jemand? Ist man hier getarnt in den Büschen? Ah,
Hast du was, Kleiner? Ich sag mal so, da hinten. Oh, das sind 4 Leute. Ablenken. Ich sag mal so, die beiden gucken nicht, oder? Den da könnte man überwältigen. Den hier vielleicht nicht. Glaube ich, muss die alle abknallen, sorry. Gestohlene Glücksbringer. Vor allen Dingen, wo sollen die Glücksbringer sein? Die müssen ja hier irgendwo sein. Ich halte lieber die Augen offen. Der steht mit dem Rücken. Die beiden stehen, glaube ich, auch mit dem Rücken. Wo ist mein Fernglas eigentlich? Ja, Bild nach oben. Wow. Weil die sind mit dem Rücken. Das heißt, die Person da kann man überwältigen von hinten. Dieser Roboter, naja, gut. Den Roboter könnte man überwältigen, wenn er hier vorne ist. Wenn man die Person da hinten ausgeschaltet hat. Die beiden würden wahrscheinlich gar nichts checken. Räuber, Piraten. Vollstrecker-Droide. Vor allem, wenn ich jetzt C drücke. Okay. Okay, die lassen sich also alle markieren. Mit denen können wir es aufnehmen, oder nix? Die bleiben dann quasi alle markiert, ja. Das heißt, an und für sich müsste ich mich hinter den einen da schleichen, ohne dass der Roboter mich sieht. Probieren wir es mal. Ich speichere vorher mal. Ich habe noch 4 Minuten. Na, das klappt wohl nicht so gut. Ich würde sagen, 4 Minuten haben wir noch. Ich kann es einmal versuchen. Wenn es schief läuft, dann läuft's schief. Boah, 4 Minuten noch, dann geht die Sendung wieder weiter. Nee. So viel Zeit muss sein. So, pass auf. Wir müssen einmal hier rumschleichen und dann versuchen, den von hinten. Also wenn der gerade. Die sind ja alle markiert. Ja, ich bin schon ein bisschen müde. Haltet die Augen offen. Weil die Person ist da unten. Ich finde sie. Die Person guckt auch nicht in unsere Richtung. Hier schleicht doch jemand rum. Der Roboter müsste uns ja eigentlich nicht sehen. Aber die Frage ist. Der hat uns gute Beute beschert. Das waren fast 10.000 Kredits. Gar nicht schlecht für den Abschaum. Die Frage ist, kommen wir da rum, ohne dass die Person uns sieht, weil die guckt in unsere Richtung jetzt aktuell und dreht sich dann immer um und geht dahin. Das gefällt mir nicht. Irgendwo sehnt sich immer jemand. Ich sehe mal besser nach. Chill. Chill-Spiel. Da ist die Beute. Ob Kapitän oder Crew, mit wem ich auch unterwegs war, ich habe sie alle gehasst. Aber du bist in Ordnung. Okay. Die checken das nicht, dass der eine K.O. ist. Da ist doch was faul. Nö. 2 Minuten habe ich noch. Den Roboter will ich jetzt nicht umhauen. Ich will jetzt da rüber schleichen und dann da hinten hin. Das heißt, der Weg wäre eigentlich gewesen, hier längs zu schleichen, hier rüber zu schleichen und dann quasi einmal hier nach oben zu entkommen, beziehungsweise umgekehrt. So. Yep. Das hat funktioniert, würde ich sagen. Das heißt, einmal meinen hyperaktiven Gleiter rufen. Bist du bereit? Wo muss ich längs? Da muss ich längs. Fahren wir einmal hier rum. 1 Minute 50 haben wir doch! Jo, Gleitersprung, 60 Meter. Nein, das waren nur 50! Das gibt's doch nicht! Ach, Menno. Hätte ich mal echt Gas gegeben. Was ist denn das schon wieder? Schatzposition, staubiges Erdloch. Ich würde sagen, ich mache hier eine Aufnahmepause und morgen gucken wir uns das staubige Erdloch an. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren... Ja, sag mal, was ballert ihr denn da hinten? Könnt ihr mal ruhig sein? Ich versuche, eine Anmod zu machen. Kann doch wohl nicht angehen. Sind die da rumballern? Piu, 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 piu. Gut, wir waren irgendwie... Ich weiß gar nicht, wir waren irgendwo stehen geblieben, wo es hieß, da ist ein...
Da ist ein Schatz, aber... Ja, das Geballere überall. Da wäre ein Schatz, aber irgendwie bin ich jetzt woanders gespawnt. Keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen erstmal der normalen Mission nach, wobei... Weiß ich nicht. Wo war denn dieser Schatz? Weil er war ja irgendwie auf der Karte zu sehen. Ist das der Punkt da? Nein, oder? Nee, wenn, dann sind wir da schon vorbei. Na gut. Wow. Da müssen wir rüber. Oh, ich bin es doch gar nicht gewohnt, dass das Spiel die meiste Zeit jetzt... Dass das Spiel die meiste Zeit flüssig läuft. Neue Grafikkarte sei Dank, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Okay, gut. Gehen wir der Hauptmission nach. Ich kann ja nichts dafür. Oder war das hier? Ja doch, hier war das. So, gehen wir erstmal der Hauptmission nach. Aber wirklich, das sind mehr Ratten geworden hier. Nur die kann man nicht streicheln. Okay. Unterhalten die sich da etwa mit einem Druiden? Ich hoffe, der hat nichts über mich ausgeplaudert von letzter Nacht oder so. Genau. Glaubt ihr auch jeder? Nein. Das ist nie passiert. So. Ab in die Spielhölle. Ich muss das Mikrofon mal wieder auf das Mischpult schalten, sodass ich mich auch selber höre, weil das ist ungewohnt. Ich denke immer, man hört mich nicht, aber dabei hört man mich. Wo muss ich hin? Zu der Ollen da? Nö, zu der nicht. Hä? Ah, sag mal, jetzt geh doch mal einen Schritt schneller. Ah, zu dem Typen da draußen. Stimmt ja, auf dem Balkon der Typ. Da steht er jetzt und chillt. Ah, das lief nicht ganz nach Plan. Hätte ich gewusst, dass du dir den Weg freischießt, hätte ich dich nie um Hilfe gebeten. Hä? Halt die Schnauze, ich hab mich nicht freigeschossen. Ich hab einen bewusstlos geschlagen und das war's. Sag mal, was soll denn das? Alter, ich hau dich gleich. Kann da wohl nicht angehen. Hallo, ich hab die Mission doch ohne Gewalt abgeschossen. Ich hab den bewusstlos... Warum wertet das Spiel... Sorry, man sieht mich gar nicht. Warum wertet das Spiel eigentlich bewusstlos schlagen immer als töten? Also wenn ich dir eine Faust ins Gesicht schlage, bist du nicht tot. Außer ich treffe natürlich irgendwie und du hast eine Gehirnerschütterung und fällst dann hier die Brüstung runter und landest unten in einem Häcksler. Dann bist du schon tot. Aber, kann da wohl nicht angehen. Na gut. Mal sehen. Pike-Syndikat-Tresorraum. Eine Konsole in der Nähe sollte die Fundorte der drei Schlüsselkarten aufzeigen können. Schlüsselkarte in einem Außenposten auf. Okay. Da? Aber da... Hallo? Ich kann nicht... M. Okay, also hier muss ich irgendwas suchen, aber bei Pike bin ich dürftig. Das heißt, wenn, dann sollten wir vielleicht irgendwie mal eine Mission fürs Pike-Syndikat machen. Was, Tordens Zeitplan? Zeitplan wurde in einem Außenposten südlich von Jontas Hoffnung entdeckt. Okay. Crimson Dawn erpresst einen imperialen Offizier, um an Gouverneur Thordens Zeitplan zu kommen. Na gut, machen wir das. Ich muss tatsächlich mal die Nebenmission abarbeiten. Ich wollte gerade sagen, kann man da eigentlich runter? Nö, da kann man nicht rüberhüpfen. Schade. Dachte, wir können mal abkürzen und müssen nicht den ganzen Club wieder durchlaufen. Ja. Wollte ich auch gerade sagen, R2 oder wer du bist. Oh, apropos, ich habe mir tatsächlich R2 als Lego-Figur geholt. Also R2-D2 als Lego-Figur in so groß. Der ist voll niedlich. Der passt ganz gut neben meinen Chewbacca, den ich da auch schon stehen habe. Ja. Ich bin so ein Lego-Nerd. Ich weiß auch nicht. Ich habe hier tatsächlich auch noch was liegen, was ich eigentlich mal quasi entweder im Livestream oder irgendwo auf YouTube oder so mal bauen wollte, das aber nicht Lego ist. Das ist ein anderer Anbieter, dessen Name ich hier nicht nennen sollte. Aber der hat quasi, das ist dieser dunkle Turm von Herr der Ringe, nur ist es nicht Herr der Ringe, weil die haben ja keine Lizenz. Wow, 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 wow.
Sag mal, Kamera, kannst du mal... Was stimmt mit der Kamera nicht? Oh ja, ich guck gerne in den Himmel, hallo. What's wrong with it? Was ist mit der Kamera falsch? Kann ich hier eigentlich abkürzen? Ja, oder? Upp. Und was ist das da rechts eigentlich? Sowas wie eine... links, sowas wie eine Tankstelle? Boost! Bestimmt kann man das auch noch aufrüsten. Haha, Abkürzung. Passt doch auf! Hier herrscht links vor rechts Verkehr oder was? Ups, das war ich nicht. Wow.